Zunächst mal Dankeschön für die Einladung hierher nach Landsberg. Ich komme immer wieder gern. Es ist ein immer wieder interessiertes Publikum und ich freue mich, dass Sie hier sind und auch als Amateurastronomen mal was aus der großen Forschungsszene sozusagen live erfahren wollen. Ja, die Suche nach der zweiten Erde. Ein ganz junges Feld der Astronomie. Und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir heute dieses Gebiet bearbeiten dürfen. Denn vor 400 Jahren wäre so ein Vortrag und wäre Forschung auf diesem Gebiet buchstäblich lebensgefährlich gewesen. Im Jahre 1600, also gerade mal vor 412 Jahren, musste Giordano Bruno, ein italienischer Mönch, den Scheiterhaufen besteigen und wurde dort verbrannt. Er hatte Bücher geschrieben, er hatte Gedanken geäußert. Das hätte er nicht tun sollen, jedenfalls nicht in der Form. Und er hätte wahrscheinlich auch eines seiner Werke nicht nennen sollen, vom Unendlichen, vom All und den Welten. Plural. Die Welten. Es gibt doch nur eine Welt, es gibt doch nur einen Planeten, es gibt doch nur, nee, Planeten, das waren die Dinger am Himmel. Es gibt die Erde, da sind wir. Basta. Alles andere ist irgendwo draußen und man weiß eigentlich nicht, um was es sich da handelt. Jetzt kommt einer und sagt, irgendwo da draußen sind noch mehr Welten. Das passte nicht, jedenfalls nicht in die damalige Zeit. Und Giordano Bruno wurde ein Opfer der Tatsache, dass jede große wissenschaftliche Wahrheit durch folgende drei Stadien geht. Erst mal widerspricht sie der Bibel. Zweitens, ja, man weiß das ja schon. Und drittens, wir haben es schon immer gewusst. Das war damals. Zum Glück haben sich die Zeiten geändert. Zum Glück konnten die beiden Kollegen, Michel Major, der Ältere auf dem Bild, und Didier Queloz, damals sein Doktorstudent, vom Observatorium in Genf, ohne Angst vor Verfolgung, ihre Forschungen betreiben und am 6. Oktober 1995 bekannt geben, der wissenschaftlichen Welt bekannt geben und auch der Öffentlichkeit, wir haben den ersten Planeten gefunden, der einen Stern wie unsere Sonne umkreist. Dieser Planet wurde gefunden beim Stern 51 im Sternbild Pegasus, ein ganz unauffälliges Sternchen, mit einem nicht besonders großen Teleskop, dem 1,9 Meter Teleskop auf dem Observatoire de Haute-Provence in Südfrankreich. Und ja, die Sensation war perfekt. Um diesen Erfolg, um dieses Ergebnis war lange gerungen worden. Viele Teams hatten sich mit dem Thema beschäftigt. Das Thema lag ja in der Luft. Wir kannten unser Planetensystem, man kannte aber keine anderen Planeten. Also hat man sie gesucht. Viele Teams, wie gesagt, haben viele Sterne beobachtet, haben verschiedene Techniken angewandt, aber sie hatten keinen Erfolg. Man fand keine Planeten bei anderen Sternen. Natürlich war nach Jahrzehnten der Suche die Frage, warum? Waren nur die Techniken nicht empfindlich genug und musste man nur genauer schauen, länger beobachten, größere Teleskope verwenden? Oder, und das wäre die eigentliche Sensation gewesen, gab es vielleicht überhaupt keine anderen Planeten? War vielleicht unser eigenes Sonnensystem, in dem wir wohnen und das wir einigermaßen kennen oder zu kennen glauben? War das vielleicht das einzige Planetensystem in unserer Milchstraße, vielleicht sogar im ganzen Universum? Diese Fragen waren mit einem Mal vom Tisch, denn es gab den ersten Exoplaneten und dieser Planet war eine Sensation. Der war buchstäblich eine Sensation, denn der war so gar nicht das, was man erwartet hatte. Er hatte in etwa die Masse des Jupiter, halb so groß, aber ungefähr die gleiche Größenordnung, also etwa so groß wie unser größter Planet in unserem eigenen Sonnensystem. Das war jetzt mal keine so große Überraschung, sowas
war ja wahrscheinlich zu erwarten. Was die eigentliche Überraschung war, das war seine Umlaufzeit. Unser Jupiter braucht ja ungefähr 11 Jahre, um einmal um die Sonne zu kreisen. In diesem Fall ging das viel schneller. Die Umlaufzeit von diesem Planeten betrug gerade mal etwas über 4 Tage. Das heißt also, ein Planet, der mit irrer Geschwindigkeit in sehr, sehr großer Nähe um sein Zentralgestirn kreist. Das hatte niemand erwartet. Kein Mensch hatte sowas vorhergesehen, keine Theorie hatte so etwas in Aussicht gestellt. Und so hat man gleich einen neuen Namen gefunden, einen neuen Namen eingeführt für diese Klasse von Planeten, von denen sich dann immer mehr fanden. Kaum war der Bann gebrochen sozusagen, hat sowohl dieses Team als auch andere Teams weitere Planetenentdeckungen gemeldet. Und dabei waren viele sogenannte heiße Jupiter. Eben genau das, was wir gerade hier gesehen haben, nämlich Planeten von Größenordnung Jupitermasse, manche etwas größer, manche etwas kleiner, aber eben mit sehr, sehr kurzen Umlaufzeiten, folglich sehr nahe am Stern und folglich mit einer sehr hohen Temperatur an der Oberfläche. Extreme Temperaturen, hunderte von Grad, vielleicht 1000 Grad. Wenn diese Planeten eine Gashülle, also eine Atmosphäre besitzen, führt das vermutlich dazu, dass dort, ja, wenn man das überhaupt noch Klima nennen kann, ein extremes Klima herrscht, wogegen unser Treibhauseffekt eigentlich gar nichts ist, vielleicht ein gemütliches Kaminfeuer. Und die Frage war natürlich auch, diese Gasplaneten, die ja sehr viel leichte Elemente, Wasserstoff, Helium enthalten, so aufgeheizt, würden die überhaupt lange leben, überleben können? Oder würden die irgendwann mal buchstäblich verkochen? Ich habe schon gesagt, kaum war der Bann gebrochen, wurden immer mehr Planeten entdeckt bei anderen Sternen. Man nannte sie dann die Exoplaneten oder extrasolare Planeten. Und zur Zeit, ich habe gestern oder vorgestern das letzte Mal nachgeschaut bei der Enzyklopädie der Exoplaneten, sind 777 Stück verzeichnet. Vor 2 Jahren waren es noch deutlich weniger, da waren es noch in die 400. Das heißt, die Zahl geht rapide nach oben. Das heißt, die Suchprogramme sind zurzeit sehr, sehr erfolgreich. Und mit bei den Spitzenreitern in der Entdeckung ist das Genfer Team um Michel Mayor, der inzwischen im Ruhestand ist. Didier Queloz hat inzwischen eine führende Rolle und sein Kollege Stéphane Udry. Die haben also eine ganz große Anzahl von Planeten gemeldet. Dann sind ihnen die Kalifornier, Marcia und Butler, hart auf den Fersen. Dann gibt es verschiedene Kollaborationen, wo sich verschiedene Institute, verschiedene Teleskopteams zusammengefunden haben, um gemeinsam Exoplaneten zu suchen. Und in letzter Zeit, seit 2009, wo er gestartet wurde, hat auch der Satellit Kepler eine ganz große Anzahl von Planeten gemeldet. Ich komme nachher noch drauf zurück. Auch hier in Deutschland wird nach Planeten gesucht, zum Beispiel in Jena, Tautenburg-Observatorium ist auf dem Gebiet tätig, Berlin bei der DLR ist eine Arbeitsgruppe, dann Haute-Provence in Südfrankreich ist auch weiter dabei. Also das ist inzwischen ein ganz heißes Thema geworden und ich würde sagen, es ist eigentlich das faszinierendste Thema oder Fachgebiet innerhalb der Astronomie. Lange Zeit hat ja die Kosmologie die Astronomie vollständig dominiert und es ging nur noch darum, wie groß ist das Universum und expandiert es in alle Ewigkeit oder hört das irgendwann mal auf und man hat eigentlich von kaum mehr was anderem gesprochen. Aber ich denke, zumindest die Öffentlichkeit hat die Exoplaneten inzwischen mehr ins Herz geschlossen als die Kosmologie. Man kann sich das irgendwie besser vorstellen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. So, wie sieht das jetzt aus mit den Exoplaneten? Sind das jetzt so ungreifbare Dinge, die man nur mit Riesenteleskopen sehen kann bei Sternen, die nur auf großen, tiefreichenden Atlanten verzeichnet sind? Nein, das ist nicht der Fall. Erfreulicherweise gibt es eine ganze Reihe von Sternen, die man tatsächlich mit dem bloßen Auge sehen kann, bei denen wir wissen, dort gibt es Exoplaneten. Ich habe hier einfach beliebig mal ein paar rausgesucht mit Helligkeiten, die man tatsächlich mit dem bloßen Auge sehen kann, nicht mal ein Fernglas braucht. Der südliche Fisch, gut, der ist am Südhimmel, aber der Löwe, der Kefeus, der Drache und so weiter, die sind alle am Nordhimmel. Also Fernglas raus, einmal einen von denen angeschaut und sich dann vorgestellt, da kreist ein Planet oder mehrere manchmal sogar.
Und das finde ich faszinierend, dass man jetzt hier wieder tatsächlich eine Dimension erreicht hat, wo man als ganz normaler Beobachter, als ganz normaler Amateur ganz nah dran sein kann an der Forschung, wirklich die Objekte sehen kann. Ich meine, Quasare und so weiter, wer hat schon mal einen Quasar gesehen oder auch nur fotografiert? Wahrscheinlich die allerwenigsten. Trotzdem sind die zentral natürlich für die Erforschung des Universums, aber man kennt sie eigentlich nur von Bildern. Man kennt sie nur aus Büchern oder aus dem Internet, aber gesehen hat Quasar wohl noch kaum jemand. Während hier nicht die Exoplaneten selber, aber ihre Zentralsterne zumindest, die kann man sehen. Gut, wie findet man die Dinger? Ich hatte ja am Anfang schon erwähnt, verschiedene Techniken wurden angewandt, von denen zunächst mal keine zum Erfolg geführt hat. Die offensichtlichste ist natürlich, ja gut, man schaut sich halt die Sterne an und schaut, ob in der Umgebung der Sterne sich etwas bewegt, ob da also ein Exoplanet ist. Wenn man nur lang genug schaut, müsste man ja sehen, dass der da irgendwie um seinen Stern kreist. 51 Pegasi, das war also der Stern, den unsere Schweizer Kollegen aufs Korn genommen haben. Sieht aus wie ein ganz normaler Stern auf einer langbelichteten Aufnahme von der Himmelsdurchmusterung. Aber wenn man sich dann überlegt, was erwartet man eigentlich? Was wollen wir sehen, wenn wir einen Exoplaneten wirklich direkt sehen wollen? Dann fängt man zunächst mal an, ein bisschen zu rechnen. Wie würde man von außen unser eigenes Sonnensystem sehen? Nun, wir kennen unsere Sonne, wir wissen, wie hell sie ist, wir kennen ihre absolute Helligkeit. Wir wissen folglich, wie hell sie ist, wenn wir zum Beispiel 5 Parsec, 15 Lichtjahre ungefähr, weggehen von der Sonne. Dann kennen wir unseren größten Planeten, den Jupiter. Wir wissen 100.000 Kilometer Durchmesser. Wir wissen ungefähr, wie viel Licht er reflektiert. Wir wissen, in welcher Entfernung er um die Sonne kreist. Und dann können wir ausrechnen, wenn wir also in 5 Parsec, 15 Lichtjahre Entfernung von der Sonne sind und dieses Sternchen anschauen, das wir Sonne nennen, welchen Eindruck würde dann Jupiter machen? Wie würde man den Jupiter aus dieser Entfernung sehen? Der Helligkeitsunterschied beträgt ungefähr 1:1 Milliarde, der Kontrast. Und jetzt kann man sich vorstellen, dass die Sache schon nicht mehr ganz so trivial ist. Man schaut halt hin und dann sieht man sie. So einfach ist es leider nicht. Nimmt man jetzt noch dazu, dass die Planeten natürlich nur relativ nahe an ihrem Stern kreisen und der Winkelabstand, den wir Beobachter sehen, mit zunehmender Entfernung des Sterns von uns, vom Beobachter, immer kleiner wird, dann merkt man, dass typischerweise die Winkelabstände von Exoplaneten zu ihrem Zentralgestirn unter einer Bogensekunde liegen. Und wenn man unsere Bildqualität, unsere Luftqualität hier kennt, die ja nur selten unter eine Bogensekunde geht, und wenn man auf die großen Observatorien hoch auf den Bergen in Chile oder sonst wo, Hawaii, geht und auch dort das Seeing typischerweise 0,7, 0,6, vielleicht 0,5 Bogensekunden beträgt, man das Ganze dann noch mit einem Kontrast von 1:1 Milliarde kombiniert, dann merkt man, dass das also alles andere als trivial ist und dass es gar kein Wunder ist, dass die ganzen früheren Versuche, Exoplaneten zu sehen, zum Scheitern verurteilt waren. Man kann es im Prinzip sich so vorstellen, ein Glühwürmchen fliegt um einen Leuchtturmscheinwerfer. Und ich stehe in vielleicht einem Kilometer Abstand, schaue mir diesen Leuchtturm an und versuche jetzt das Glühwürmchen zu sehen. War wohl nichts. Stimmt aber nicht. Es geht doch. Wir haben tatsächlich die ersten Exoplaneten bereits direkt beobachtet. Allerdings nicht so direkt, dass man einfach eine Aufnahme macht, sondern man muss da schon alle möglichen technischen Tricks anwenden und die ganzen Register der modernen Beobachtungstechnik ziehen, unter anderem nämlich adaptive Optik einsetzen. Denn adaptive Optik schaltet praktisch die Luftunruhe aus. Und damit kann man dann tatsächlich diesen Hof, diesen Halo um den Stern dramatisch reduzieren auf sehr kleine Werte, abhängig von der Größe des Teleskops natürlich. Und dann wird die Sache unter Umständen schon besser. Und so ist es tatsächlich mit einem unserer 8-Meter-Teleskope in Chile 2004 zum ersten Mal geglückt. Hat also immerhin 10 Jahre gedauert nach der
Erstentdeckung eines Exoplaneten, einen Exoplaneten direkt abzubilden. Ich muss gestehen, wir haben da ein bisschen getrickst, denn der Stern, um den es sich hier handelt, das ist kein normaler Hauptreihenstern wie unsere Sonne, sondern das war ein brauner Zwerg. Und das hilft, den Kontrast zu verringern. Die Beobachtungen wurden im Infrarot gemacht und deswegen konnten wir den tatsächlich damals sehen. Aber wir sind natürlich nicht allein auf der Welt. Es gibt auch andere Teleskope mit hervorragenden technischen Ausrüstungen und auch andere Gruppen, andere Instrumente haben inzwischen Exoplaneten direkt beobachtet, direkt aufgenommen. Unter anderem das Keck-Observatorium mit dem 10-Meter-Spiegel in Zusammenarbeit mit dem nördlichen Gemini-Teleskop. Ebenfalls natürlich mit adaptiver Optik, sonst geht da gar nichts. Und zum anderen natürlich das Hubble-Weltraumteleskop, das sich ja außerhalb der Erdatmosphäre befindet und schon mal gar nicht auf adaptive Optik angewiesen ist, um die Luftunruhe auszuschalten. Die gibt es dort einfach nicht. Aber wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man schon, das ist sehr grenzwertig. Hier auf der Projektion noch mehr als sonst. Da sieht man einen, da sieht man einen und hier draußen sollte noch mal einer sein. Bei Hubble war das immerhin so, dass die im Lauf der Zeit den Planeten an verschiedenen Positionen sehen konnten. Hier ist das Kästchen zu sehen, wo der drin ist. Also man sieht schon, auch Hubble hat durchaus mit Kontrastproblemen zu kämpfen, die teilweise natürlich auch einfach von der Streuung im Teleskop her rühren. Der Spiegel ist nicht perfekt, das ganze Teleskop ist wie jedes andere Teleskop auch nicht vollkommen perfekt. Und deswegen muss man da, wie gesagt, alle möglichen Tricks anwenden, auch der Bildverarbeitung, um sozusagen den Stern abzuziehen und zu sehen, was bleibt in der Umgebung des Sterns übrig. Und da bleiben dann eben solche winzigen Photonenhäufchen, nenne ich es jetzt mal, übrig. Aber wenn man das dann regelmäßig machen kann und die bleiben immer an der gleichen Stelle oder in dem Fall wandert dieses Photonenhäufchen sogar, dann kann man also eine Umlaufzeit berechnen, dann ist man sich sicher, man hat tatsächlich etwas beobachtet, was dorthin gehört, was nicht nur ein Artefakt, also ein sozusagen Fehler, sei es der Bildbearbeitung oder sei es der Aufnahme selber ist, das ist wirklich eine Entdeckung, das ist wirklich ein Planet. Insgesamt wurden 31 Planeten mit dieser Methode inzwischen entdeckt. Eine andere Methode, die wir vor kurzem im Prinzip auch ausprobieren konnten, Wetter war in Deutschland natürlich schlecht, aber vor 8 Jahren ging es besser, das ist die sogenannte Transit-Methode. Das heißt, man photometriert einen Stern, sprich misst seine Helligkeit mit sehr guter Präzision über längere Zeit und hofft dann, dass zufälligerweise mal ein Exoplanet von uns aus gesehen genau vor dem Stern vorbeiläuft. So wie die Venus vor kurzem vor der Sonne vorbeigelaufen ist. Das hat auch einen Helligkeitsabfall bewirkt, den natürlich keiner von uns gesehen hat. Ich glaube, irgendjemand hat versucht, das zu messen. Ich habe aber noch nicht gehört, ob das wirklich geglückt ist, ob man diesen winzigen Abfall in der Sonnenhelligkeit durch die doch sehr kleine Scheibe der Venus tatsächlich messen konnte. Bei den Exoplaneten geht es, denn Photometrie ist eine der präzisesten Disziplinen in der Astrometrie. Man kann Helligkeiten von Sternen sehr, sehr genau messen. Allerdings, einige Randbedingungen müssen erfüllt sein, damit wir überhaupt eine solche Bedeckung messen können. Natürlich müssen wir mit unserer Erde, wir Beobachter, mehr oder weniger genau in der Bahnebene des Exoplaneten stehen. Wenn wir das nicht tun, dann läuft der von uns aus gesehen oberhalb oder unterhalb seines Sterns vorbei, genauso wie die Venus normalerweise oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbeiläuft und eben nur sehr, sehr selten tatsächlich einen Transit verursacht. Dann, wenn ich den Stern anschaue, dann sehe ich dem natürlich zunächst mal nicht an, ist der Planet jetzt davor oder ist er daneben? Ich mache einfach eine Helligkeitsmessung und gemessen an der Umlaufzeit, egal wie lang die ist, die Zeit, wo sich der Planet direkt vor dem Stern befindet, ist immer sehr kurz. Das ist immer im Bereich von, ich sag mal, eine Stunde. Das heißt also, man muss zur genau richtigen Zeit oder eben permanent die ganze Zeit messen und dann schauen, ist dann irgendwann mal ein Helligkeitsabfall dabei, wie er hier oben in der Grafik zu sehen ist. Auch da kann man natürlich ausrechnen, was würde unser eigenes Sonnensystem für einen Transiteffekt zeigen.
Wenn wir den Jupiter vor unserer Sonne vorbeilaufen lassen könnten, wir wären also weiter draußen, dann würden wir sehen, dass der etwa die Sonne um 1% ihrer Helligkeit verdunkelt. Das ist etwas, was man mit modernen Photometern problemlos messen kann. Bei der Erde, die ja viel kleiner ist, wird das schon wesentlich schwieriger. Da geht es also in die Gegend von 100%. Und da wird es schon sehr viel aufwendiger. Da muss man also sehr sorgfältig messen, alle instrumentellen Effekte rausnehmen, permanent Vergleichssterne messen und solche Sachen, um die Einflüsse der Erdatmosphäre rauszukriegen. Aber wenn man dann tatsächlich mal einen Transit gemessen hat, sich auch sicher ist, dass dieser Helligkeitsabfall ein Transit ist und nicht vielleicht eine Veränderlichkeit des Sterns selber, und man diese Auswertung dann macht und rausfindet, ah, da ist ein kleiner Körper davor, dann ist also kein Doppelstern, wo es ja auch Transits und Verdunkelungen gibt, man nennt es halt dann die Bedeckungsveränderlichen, dann hat man wieder einen Planeten. Und dann hat man aber auch den Vorteil, aus den Zeitmessungen und den Geschwindigkeiten, die im Spiel sind, kann man dann tatsächlich den Durchmesser dieses Planeten ausrechnen. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für einen Planeten. Das heißt, es ist ganz wichtig, solche Messungen zu machen und solche Auswertungen zu machen. Und die Transitmethode gilt momentan eigentlich als diejenige, mit der vermutlich die zweite Erde gefunden werden wird. So, wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Hier sehen wir eine Helligkeitsmessung, eine Serie von Helligkeitsmessungen, aufgenommen mit dem 2,5 Meter Hubble Weltraumteleskop von einem Stern aus dem Henry Draper Katalog. Und da sieht man schon, wie stark der Helligkeitsabfall ist. Also das sind 1,5%. Und man sieht die Länge des Transits und man sieht auch, wie gering die Streuung der Messpunkte ist. Man sieht also die Messgenauigkeit, die Hubble hier tatsächlich machen konnte. Das ist eine sehr schöne Messung bei einem Umlauf. Zu bestimmten Zeiten konnte Hubble natürlich nicht messen. Hubble läuft ja um die Erde und zwischendurch sind die meisten Beobachtungsobjekte einfach mal von der Erde verdeckt. Und dann gibt es halt eine Lücke in der Messkurve. Aber hier hat man also tatsächlich vor dem Eintritt des Transits, nach dem Eintritt und vor allem praktisch durch den ganzen Transit durch sehr schöne Helligkeitsmessungen machen können. Das sind also Messungen mit dem 2,5 Meter Hubble-Weltraumteleskop außerhalb der Erdatmosphäre. Also ein enormer technischer Aufwand. Es geht aber auch einfacher. Und das haben uns finnische Amateurastronomen gezeigt. Ich habe hier eine Messkurve vom gleichen Stern, vom finnischen Nirelä-Observatorium mit einem 16-Zöller aufgenommen und mit einer handelsüblichen CCD-Kamera. Man sieht wunderschön den Helligkeitsabfall im Transit. Man sieht unten die Messkurve eines Vergleichssterns und man sieht natürlich auch die Fehlerbalken. Sehr schön gemacht, diese Messung, richtig professionell. Man sieht natürlich, mit einem 16-Zöller kann man nicht die Messgenauigkeit eines 2,5 Meter Teleskops außerhalb der Erdatmosphäre erreichen. Aber man sieht den Effekt. Man kann den Exoplaneten wirklich sehen. Das finde ich klasse. Das finde ich echt klasse. Das ist eine ganz tolle Leistung von Amateurastronomen, die sich natürlich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt haben. Das sind keine Zufallsergebnisse, sondern das sind Profi-Amateure, würde ich mal sagen. Ja, was wir bisher gesehen haben, waren Messungen an Sternen, an einzelnen Sternen. Man richtet sein Teleskop auf einen Stern, misst seine Helligkeit und hofft dann, dass irgendwann mal diese Helligkeit einbricht, man einen Transit beobachtet, hofft dann weiter, dass dieser Helligkeitsabfall tatsächlich von einem Planetentransit herkommt und nicht von irgendwas anderem. Aber das ist natürlich eine ziemlich unergiebige Methode. Man muss jeden einzelnen Stern eben wirklich für lange Zeit beobachten. Man weiß ja nicht, wann der Transit kommt. Der Planet kann auf der anderen Seite sein, der kann dahinter sein, der kann daneben sein und dann zieht die Wolke drüber, während er davor ist. Was immer, kann alles passieren. Also wie gesagt, das ist sehr ineffizient, sehr unergiebig, solche Messungen. Dem versucht der Satellit Kepler abzuhelfen. Kepler ist ein 1-Meter-Teleskop, ein Schmidt-Teleskop mit Schmidt-Plattendurchmesser von 1 Meter, der seit 2009 in der Erdumlaufbahn ist.
von der NASA gebaut und wurde und betrieben wird. Und der verfolgt jetzt ein ganz anderes Konzept. Kepler hat ein als Schmidt-Teleskop großes Gesichtsfeld, hat auch ein großes Detektorenfeld hier, wie man sieht, ganze Menge von CCDs zu einem riesigen Mosaik zusammengesetzt. Und Kepler hat jetzt die Aufgabe, ein bestimmtes Feld in der Milchstraße, und zwar in der nördlichen Milchstraße im Sternbild Schwan, hier ist der Schwan, zu beobachten, praktisch permanent. Immer nur ein bisschen versetzt, um bestimmte Instrumenteneffekte rauszukriegen, aber insgesamt ist es immer das gleiche Feld, was der beobachtet. Er macht nichts anderes, als sich nur dieses Feld anschauen. Und das ist alles andere als langweilig. Denn was er macht, er hat in diesem Feld, hat er Tausende und Abertausende von Sternen. Das ist in der Milchstraße, also gibt es dort ewig viel Sterne. Und was man jetzt macht, man macht bei jeder Aufnahme von praktisch allen Sternen im Feld eine Helligkeitsmessung. Und wenn der das jetzt die ganze Zeit macht, Tage, Wochen, Monate, Jahre, bekommt man eine riesige Menge an Messungen von einer großen Zahl von Sternen. Von diesem einen Teleskop. Und dann fängt man an und schaut sich diese Sterne, jeden einzelnen, natürlich mit dem Computer, jeden einzelnen an, wie sich seine Helligkeit im Lauf der Zeit verhält. Bleibt sie konstant oder zeigt sie irgendwann mal Änderungen? Und dort, wo man meint, das könnte ein Transit sein, da schaut man dann vielleicht genauer hin. Weil die kriegen, wie gesagt, so viele Messungen. Ich kenne jetzt die genaue Auswertestrategie nicht. Aber jedenfalls, das ist der Grundzug. Man schaut sich viele Sterne gleichzeitig an und hat dann gleich eine sehr große Anzahl von zunächst mal Kandidaten. Die zeigen also Helligkeitsänderungen, die verträglich sind mit der Annahme, da könnte ein Exoplanet sein. Und da gibt es dieses wunderbare Bild, das war auch letztes Mal Astronomy Picture of the Day, wo 1200 Kandidaten von Kepler im richtigen gleichen Maßstab gezeigt sind, jeweils mit dem vermuteten Exoplaneten drauf gezeigt. Und hier dieses eine Sternchen abseits ist unsere Sonne. Und bei der Auflösung hier sieht man das jetzt nicht, aber wenn man sich das in voller Auflösung zum Beispiel beim Astropicture anschaut, dann sieht man da drauf auch einige von unseren großen Planeten im Transit, wie die aussehen würden. Also das ist, wie gesagt, eine sehr ergiebige Methode, zunächst mal Kandidaten zu kriegen. Die werden dann nachverfolgt und wenn man dann sieht, oh, da ist einer, der hat aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel ein interessanter Stern vom Spektraltyp her, interessante Transitlänge, interessante Tiefe und so weiter, dem gehen wir mal nach und schaut dann, ob das wirklich ein echter Planetentransit ist und ob das vielleicht auch ein interessanter Planet ist und ob das vielleicht sogar eine zweite Erde sein könnte. Nun kommen wir zu der Entdeckungs- und Beobachtungsmethode von Exoplaneten, die eigentlich die erste war, mit der ein Exoplanet gefunden wurde, der um einen normalen Stern kreist. Ich muss diese Einschränkung immer dazu sagen, denn vor 1995 kannte man schon ein paar Exoplaneten, aber die werden immer ein bisschen stiefmütterlich betrachtet und die wurden auch nie so gefeiert wie 51 Pegasi b. Das waren nämlich Planeten, die um einen Pulsar kreisen. Und da hat man aus Unregelmäßigkeiten der Pulsperiode des Pulsars hat man geschlossen, da müssen Planeten vorhanden sein. Aber mehr weiß man von denen eigentlich nicht. Aber von unseren Planeten, den richtigen Exoplaneten, sage ich jetzt mal, die um normale Sterne kreisen, Hauptreihensterne wie unsere Sonne oder jedenfalls Sterne, was man so als unter Stern versteht, die kann man auch beobachten. Und die Methode, die die Schweizer Kollegen angewandt haben, war jetzt eine ganz andere. Und zwar haben die gesagt, wenn wir sagen, ein Planet kreist um einen Stern oder um unsere Sonne, dann ist es streng genommen gar nicht richtig. Denn die Sonne hat Masse und hält damit den Planeten durch die Schwerkraftwirkung fest. Natürlich hat der Planet auch Masse. Unsere Erde hat Masse, sonst wären wir nicht hier, sonst würden wir ja davon fliegen. Oder wir wären erstmal gar nicht entstanden. Die Planeten wären gar nicht entstanden. Also wir haben Masse und Jupiter hat große Masse, Erde hat kleine Masse. Und Gravitation ist immer was in beiden Richtungen wirkt. Die Sonne zieht den Planeten an, der Planet zieht die Sonne an. Und die Bewegung des Planeten um die Sonne oder um seinen Stern
ist gar keine Bewegung um den Stern, wenn man darunter den Mittelpunkt des Sterns meint, sondern das ist eine Bewegung um den Schwerpunkt des Systems aus dem Stern und dem Planeten. Aber nicht nur der Planet kreist um den Schwerpunkt, sondern auch der Stern. Das heißt, der Stern steht nicht ruhig und friedlich da, sondern der macht eine kleine Taumelbewegung, in der sich die Bewegung des Planeten widerspiegelt. Genau mit der Periode, genau mit der Geschwindigkeit, mit der sich der Planet bewegt, bewegt sich der Stern. Natürlich ist der Stern schwerer, das heißt, die Auswirkung auf den Stern ist viel geringer und er zeigt nur eine ganz kleine solche Bewegung. Aber immerhin, wenn wir wiederum einigermaßen in der Bahnebene dieses Systems sind, dann sehen wir, wie der Stern sich mal von uns entfernt und dann sich uns wieder nähert. Mit einer Geschwindigkeit, die abhängt von der Entfernung des Planeten und von der Masse des Planeten. Ja. Ich muss also die Geschwindigkeit des Sterns messen. Wie mache ich das? Mit Spektroskopie, mit dem Doppler-Effekt. Den Doppler-Effekt, den kennen Sie alle, das ist die Veränderung der Frequenz. Wir kennen das normalerweise von Tönen her, wenn sich ein Auto nähert, dann wird sein Fahrgeräusch angehoben in der Frequenz und wenn es bei uns vorbeifährt und sich von uns entfernt, dann wird die Frequenz, der Ton, niedriger. Bei Martinshorn hört man es auch sehr deutlich. Und im Licht kann man das sehen, zwar nicht mit dem bloßen Auge, müsste man sich also extrem schnell bewegen, so nahe der Lichtgeschwindigkeit, dass das sichtbar wird. Aber mit modernen astronomischen Spektrographen kann man diese Bewegungen tatsächlich messen. Dass das nicht ganz trivial ist, liegt auf der Hand. Sonst hätte es nicht so lange gedauert, bis ein Exoplanet auf diese Weise entdeckt worden ist. Das ist die Entdeckungsmessung von 51 Pegasi b, also von dem ersten Exoplaneten. Und da sehen wir... geht hoffentlich wieder weg. Dann sehen wir hier die Skala in Kilometer pro Sekunde. 33 Kilometer pro Sekunde. Worauf es ankommt, sind die Nachkommastellen. Das sind also 300 Meter, das sind 250 Meter, das sind 200 Meter. Also 33,20. Das heißt also, von einer Marke zur anderen hier sind es 50 Meter pro Sekunde. Das ist ja für uns auf der Erde eigentlich schon eine relativ hohe Geschwindigkeit, in der Astronomie eher eine kleine Geschwindigkeit. Man kennt so aus der Kosmologie, da kennt man die Geschwindigkeiten, mit denen sich Galaxien von uns entfernen durch die Expansion des Universums. Das sind Geschwindigkeiten von Hunderten, Jahrtausenden Kilometern pro Sekunde. Hier sprechen wir von einigen wenigen Kilometern pro Sekunde. Aber das konnten die trotzdem messen. Das war damals noch, steht hier oben, Elodie, ein kleiner Spektrograph, so dieses Format etwa, an diesem 1,9 Meter Teleskop, was ich vorhin gezeigt hatte. Inzwischen haben die Kollegen die Technik aber schon fast perfektioniert, jedenfalls dramatisch gesteigert in der Genauigkeit und in der Präzision, mit der sie messen können. Die haben nämlich im Auftrag von ESO einen Spektrographen gebaut, den wir an unserem 3,6 Meter Teleskop auf La Silla, auf unserem alten Observatorium, aufgestellt und dort mittels einer Glasfaser angeschlossen haben. Das ist dieses 3,6 Meter Teleskop, unser alter Haudegen sozusagen, seit den 70er Jahren in Betrieb. Und manche haben ihn schon ein bisschen belächelt, so ein altmodisches Teleskop, Jahrzehnte alt, was kann man denn mit dem noch machen, bis Harps kam. Und inzwischen wird mit diesem Teleskop nur noch mit diesem Spektrographen Harps beobachtet. Das steht für High Accuracy Radial Velocity Planetary Spectrograph, also der hochpräzise Planetensucher auf gut Deutsch. Da wurden wirklich alle Register gezogen, um den so präzise und stabil zu machen, wie nur irgend möglich mit vertretbarem Aufwand. Man hat zum Beispiel das wesentliche Teil eines Spektrographen, nämlich das Beugungsgitter, das ist ein Teil von dieser Größe, also einen knappen Meter lang, das haben wir in einen Vakuumtank gesteckt von 2,5 Meter Länge. Den sieht man hier geöffnet. Das ist die optische Bank aus Edelstahl, die dann in diesen Tank reingefahren wird. Der wird dann evakuiert und das Ganze befindet sich selber noch in einem temperaturstabilisierten Raum. Der Sinn des Ganzen ist,
Das Ding soll sich nicht verändern. Da soll sich bitteschön überhaupt nichts dran verändern. Nicht heute, nicht morgen, nicht über Monate, nicht über Jahre. Das heißt also, wir versuchen den so stabil wie möglich zu halten, damit wir Messungen von heute mit denen vom nächsten Jahr noch direkt vergleichen können und dadurch Langzeit-Messprogramme machen können, die uns dann Planeten mit höchster Präzision bekannt geben. Was dabei rauskam, war eine Messgenauigkeit, die unter einem Meter pro Sekunde liegt. Gut, das ist jetzt eine Zahl. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Meter pro Sekunde. Ein Meter pro Sekunde ist die Geschwindigkeit eines Fußgängers. Und mit dieser Geschwindigkeitsgenauigkeit messen wir die Geschwindigkeit einer Gaskugel von 1 Million Kilometer Durchmesser. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, um ein Gefühl zu kriegen, was tatsächlich astronomische Technik heute messen kann. Da gehen noch mehr Feinheiten rein, warum das so genau ist. Das kann ich jetzt hier nicht im Detail ausarbeiten. Ich habe hier noch das Stichwort Thoriumkalibration. Wir haben also eine spezielle Kalibrationslampe, die sehr extrem präzise vermessene Kalibrationslinien zur Verfügung stellt, an denen wir dann tatsächlich noch feststellen können, ob der Spektrograph tatsächlich stabil ist oder ob sich der doch ganz wenig bewegt, und dann könnten wir das korrigieren. Was noch ein großer Vorteil ist, die Kollegen in Genf haben eine Datenauswertungspipeline geschrieben. Das heißt also, die werten die Daten sofort in dem Moment am Teleskop aus, wo die Daten reinkommen. Sie wissen ja, bei den meisten Sternen, das sind schon sehr sorgfältig ausgesuchte Kandidaten. Da lohnt sich's, jeden Aufwand zu treiben. Wahrscheinlich ist da ein Planet. Ist nicht bei jedem einer, aber bei vielen kommt tatsächlich einer raus. Das heißt also, das Ding, diese Pipeline, gibt sofort die Geschwindigkeitswerte auf ein paar Dutzend Zentimeter genau während der Beobachtungsnacht. Und während der Astronom nach Hause fliegt, kann er schon die Veröffentlichung schreiben. Also das ist durchoptimiert bis zum Letzten, und dafür haben die Kollegen 500 garantierte Beobachtungsnächte bekommen. Gut, sie haben natürlich sehr viel Aufwand reingesteckt in dieses Instrument, und das war einer der Gründe, warum Europa auf diesem Gebiet momentan wirklich eine absolut führende Rolle spielt. ESO hat das erkannt und in Zusammenarbeit mit den Kollegen dieses Instrument gebaut. Nun, wir haben diese annähernde Sinuskurve gesehen. Jetzt beobachtet man aber bei vielen Sternen, dass da keine ordentliche Sinuskurve rauskommt, sondern dass die, wie hier links oben zu sehen, sehr kompliziert aussehen kann. Man kann jetzt da eine mathematische Analyse machen, Fourier-Analyse nennt man das, und da findet man dann oft, dass sich zwei Perioden überlagern, in dem Fall eine kurze und eine lange. Und ja, man deutet das, dass dieser Stern tatsächlich von zwei Planeten umkreist wird. Einer weiter außen, das ist die lange Periode, die man da oben sieht, der große Zyklus. Und dann einer innen drin, die sind hier angedeutet. Also hier innen drin ist der kleine und da außen ist der große. Der kleine, der macht diese etwas hektisch aussehende Kurve. Und wenn man die jetzt verspreizen würde, dann würde man sehen, dass die blauen Punkte tatsächlich genau auf der roten Linie liegen. Dass das also tatsächlich nicht Messfehler sind, irgendwelche Streuungen oder sowas, sondern dass die wirklich sorgfältig auf dieser roten Kurve zu finden sind. Wenn man dieses Planetensystem auf unser eigenes Sonnensystem projizieren würde, dann würde man feststellen, dass also unsere Erde zwischen diesen beiden Planeten umlaufen würde. Also der eine, der ist weiter innen, der ist irgendwo so Merkur-Gegend, und der äußere, der ist also irgendwo zwischen Mars und Jupiter vermutlich angesiedelt. So vom Vergleich her, dass man mal Gespür kriegt, was wir da eigentlich sehen. Hier haben wir noch so ein Beispiel für ein Mehrfachplanetensystem. Da sieht man also einmal hier diesen großen Bogen, die lange Periode. Da ist also offensichtlich ein Planet mit einer sehr großen Umlaufzeit vorhanden. Dann sieht man diese Sinuskurve, die ist also wesentlich schneller. Und das waren also jetzt Werte, die mit verschiedenen Spektrographen aufgenommen worden sind. Zunächst mal mit dem Coralie-Spektrograph am Schweizer 1,2 Meter Teleskop. Dann haben die haben britische Kollegen noch mitgearbeitet mit dem Anglo-Australian. Oder waren es Australier, ich weiß es nicht mehr. Und zum Schluss kam dann auch noch Harps, unser Superspektrograph am 3,6 Meter Teleskop dazu, und der hat hier hinten noch eine Serie dazugefügt. Sieht wunderbar aus, aber jetzt schauen wir uns mal nur die grünen Punkte an. Und dann sieht man,
dass die selber nochmal auf einer Sinuskurve, auf einer annähernden Sinuskurve liegen. Der überlagert ist dieser Abfall hier, der vom zweiten Planeten herkommt, aber hier ist tatsächlich noch einer mit einer ganz, ganz kurzen Umlaufzeit. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich ein Planetensystem mit mindestens drei Planeten. Und solche Messungen konnte man tatsächlich erst machen, nachdem eben HARPS voll im Betrieb ausgetestet und optimiert war. Dann konnte man tatsächlich Messungen kriegen, mit denen man solche kleinen Planeten nachweisen konnte. Die Amplitude ist ja offensichtlich sehr klein, das heißt, die Masse von dem muss sehr klein sein. Wir sind hier wirklich unterwegs zur zweiten Erde. Es gibt mehr solche Mehrfachsysteme. Auch ein paar ganz tolle dabei, zum Beispiel 16 Cygni, auch einer von den Sternen hier am Nordhimmel. Da hat der innerste Stern hier einen Exoplaneten, aber der hat auch noch einen Doppelstern als Begleiter. Das heißt also, das ist eigentlich ein Dreifachsternsystem mit einem Exoplaneten hier. Und hier hat der Künstler mal versucht, Landschaft auf einem hypothetischen Mond eines Exoplaneten wiederzugeben. Das hier ist das Zentralgestirn, um den dieser Planet kreist, und das ist der Doppelstern hier auf der Umlaufbahn außen. Da möchte ich mal hin. Ja, die Frage nach Planetensystemen geht natürlich ganz hart in die Gegend, wo wir wirklich mehr wissen wollen. Sind wir mit unserem Sonnensystem allein oder nicht? Und inzwischen hat man so viel Informationen über Planetensysteme, und hier sind allein welche von Kepler, von dem Satelliten, gezeigt, im Vergleich zu unserem eigenen Sonnensystem, das hier links außen zu sehen ist. Das wäre also Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und hier diese winzigen Punkte, die Sie wahrscheinlich kaum mehr sehen. Das sind unsere inneren terrestrischen Planeten, da ist also auch unsere Erde dabei. Und da sehen wir schon ein ja, ziemlich gemischtes Sortiment von Planetensystemen, welche, wo Riesenplaneten sehr weit innen verlaufen, da wo bei uns eigentlich Venus und Erde zu finden sind. Da gibt es also hier welche, da hinten nochmal. Es gibt auch größere Planeten noch näher innen, es gibt auch etwas größere weiter draußen. Also es ist wirklich alles Mögliche vertreten, und eine richtige Systematik ist eigentlich bisher nicht erkennbar. Die Theoretiker sind noch eifrig am Rechnen, das tatsächlich zu erklären. Und so stellt sich natürlich die Frage, wer ist eigentlich normal? Sind wir ein normales System oder ist eins von diesen anderen normaler, häufiger? Was ist normal? Ich will Ihnen jetzt noch ein paar Eigenschaften von Exoplaneten zeigen, was wir so in den letzten eben 10, knapp 15 Jahren rausgefunden haben. Ganz wichtig dabei ist natürlich die Bahnverteilung, sprich in welchen Entfernungen kreisen diese Planeten um ihre Sterne. Die obere Grafik zeigt jetzt mal im Prinzip alle, also 600, 700 Stück. Und da sieht man, dass die also, immer der andere, dass also die Entfernungen, in denen man Exoplaneten kennt, bis raus jenseits von Jupiter gehen. Jupiter ist ja bei 5 astronomischen Einheiten, und die äußersten sind tatsächlich auch ungefähr in dieser Gegend draußen. Dass man da so wenige kennt, liegt möglicherweise auch daran, dass die Umlaufzeiten da draußen natürlich lang sind und wir erst seit relativ wenigen Jahren beobachten. Die Zahlen da draußen werden mit Sicherheit noch steigen. Man muss einfach lang beobachten, um eine Periode von 10 oder 15 Jahren messen zu können. Das kann ich mit 5 Jahren Messzeit, kann ich das nicht sicher rauskriegen. Was man sieht, ist eine extrem große Anzahl von Exoplaneten bei sehr kleinen Sternabständen. Und ich habe mal den innersten Bereich hier, den habe ich jetzt hier mal vergrößert rausgeholt. Diese Grafiken können Sie übrigens selber machen. Bei exoplanet.eu und exoplanet.org hat auch die Möglichkeit, solche Grafiken zu erstellen. Und da sieht man also, dass man natürlich bei Null jetzt wieder ganz wenige Planeten hat, sprich das sind die, die mehr oder weniger durch die Sternatmosphäre huschen. Dann gibt es eine Häufung hier bei sehr kleinen Abständen, und dann fällt es wieder ab. Dieser Peak hier scheint echt zu sein, denn das sind alles Entfernungen, die man eigentlich ganz gut messen kann, auch mit den Messungen, die wir jetzt schon haben. Das ist also irgendwo sowas Merkur oder sogar innerhalb von Merkur. Also irgendwas deutet darauf hin, dass Planeten sich gern in der Nähe von ihrem Stern aufhalten. Ein zweiter ganz wichtiger Parameter für einen Planeten ist natürlich seine Masse. Und typischerweise wird in der Exoplanetenforschung die Masse der Exoplaneten
in Jupitermassen angegeben. Man kann es dann leicht umrechnen auf Erdmassen. Jupiter hat also Größenordnung 10 Erdmassen. Das heißt also, auch hier sehen wir eine starke Häufung bei den kleinen und relativ wenige, aber schon noch eine ganze Menge bei ziemlich großen Jupitermassen. Also hier sind wir bei 20, 25 Jupitermassen. Da gibt es also welche. Das sind also ganz, ganz ordentliche Brocken. Und auch hier habe ich wieder mal den innersten Bereich rausvergrößert. Und ja, auch da sieht man wieder eine Häufung bei sehr kleinen Werten. Vermutlich handelt es sich bei diesen kleinen Planeten tatsächlich um Gesteinsplaneten. Denn die großen wie Jupiter sind vermutlich wie unser eigener Jupiter auch Gasriesen. Aber Gasplaneten von so kleinen Massen, die kann man sich theoretisch nicht recht vorstellen. Das müssen eigentlich Felsbrocken sein, so wie unsere inneren Planeten auch. Und dann natürlich aus der Transitmethode abzuleiten, die Durchmesser der Planeten, auch hier wieder in Jupiter-Radien oder Jupiter-Durchmessern angegeben. Man sieht eine deutliche Häufung hier in der Gegend, wo Jupiter selber, also bei 1,0 ist, der wäre also hier in dieser Gruppe mit drin. Ziemlich große Zahl ist tatsächlich größer als er. Und es geht dann raus eben bis ja, ein Stückchen weiter. Und dann aber nochmal einen großen Peak hier innen. Und auch den habe ich jetzt nochmal vergrößert, denn das ist die interessante Gegend. Da ist die Ecke, wo wir tatsächlich die Erdähnlichen suchen müssen. Dass wir so viele da draußen sehen, ist wahrscheinlich auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein künstlicher Effekt, der durch die Beobachtungstechnik hervorgerufen ist. Man findet einfach die Großen leichter. Man tut sich schwerer, mit jeder Methode die Kleinen zu finden. Und man muss sehr, sehr sorgfältig sein bei diesen ganzen Analysen. Deswegen habe ich das jetzt nur einfach mal so als reine Zahlen hingetan, ohne weitere Interpretation. Da ist noch sehr viel Spekulation dabei. Man muss sehr aufpassen, dass man möglichst vollständige Gruppen hat. Und es ist extrem schwierig natürlich zu sagen, jawohl, jetzt wissen wir, wir haben alle in dieser Größenklasse. Wie will ich das wissen? Und auch da, wie gesagt, natürlich für die Theoretiker noch eine ganze Menge zu tun. Aber wir wissen noch mehr über Exoplaneten. Wenn wir auf der Suche nach der zweiten Erde sind, Erde, die wir im Hinterkopf haben, ist ja ein Planet mit einer Atmosphäre, sonst könnten wir hier nicht leben und wohnen. Und irgendwie assoziiert man natürlich mit einer zweiten Erde auch einen Planeten mit einer Atmosphäre. Und man hat tatsächlich schon die ersten Atmosphären nachgewiesen bei Exoplaneten. Bitte mal noch nicht auf die Animation da unten schauen. Im Prinzip macht man nichts anderes als Spektroskopie des Sterns, von dem man weiß, da läuft ein Exoplanet vor dem Stern vorbei. Zum Beispiel weiß man das von der Transitmethode, da sieht man richtig, der Planet ist vor dem Stern. Wenn man jetzt den Stern spektroskopiert, also ein Spektrum aufnimmt und dann zu den Zeiten, wo man weiß, von der Photometrie her, der Planet ist davor, dann sieht man zum Beispiel hier in diesem Fall Spektrallinien in Absorption, die nicht da sind, wenn der Planet außerhalb unserer Sichtlinie ist. Also müssen die hervorgerufen sein von dem Planeten. In dem Fall ist es relativ langweilig, es sind nur Natriumatome. Also es ist keine Atmosphäre, mit der wir irgendwas anfangen könnten, aber immerhin, ein Anfang ist gemacht. Wir haben eine Technik, eine Methode, mit der wir in dieser Richtung weiterforschen können. Es gibt tatsächlich schon ein erstes Spektrum direkt von einem Exoplaneten aufgenommen, von einem helleren, mit unserem VLT. Aber das Spektrum war also auch zwar spektakulär, aber nicht zu deuten. Also man hat tatsächlich keine von den Linien, die man da gesehen hat, oder von den Banden, die man da gesehen hat, irgendetwas zuweisen können. Damit bin ich dann schon bei den Exoten. Also Exoplaneten sind offensichtlich viel reichhaltiger, diese Familie von Himmelsobjekten, viel reichhaltiger, als wir das uns träumen ließen. Einen Exoten habe ich hier unten in dieser Animation gezeigt, den habe ich als Kannibalenstern bezeichnet. Bei dem vermutet man, dass der vielleicht mal einen seiner Exoplaneten, er hat immer noch zwei, sozusagen verschluckt hat. Also ein Planet könnte in den Stern gefallen sein, weil nämlich in dem Spektrum dieses Sterns das Element Lithium zu sehen war oder zu sehen ist. Und das sollte aus kernphysikalischen Gründen an der Oberfläche eines normalen Sterns eigentlich nicht zu sehen sein, denn der Stern verbrennt es im Inneren relativ schnell. Wo kommt also dann das Lithium her? Ich glaube jetzt nicht, dass da irgendjemand eine größere Ladung, also so ein Transportraumschiff, größere Ladung Handys verloren hat oder sowas mit Lithium-Akkus.
wahrscheinlicher ist es, dass da ein Planet, der aus irgendeinem Grund relativ viel Lithium an Bord hatte, tatsächlich in den Planeten, in den Stern gestürzt ist und jetzt sozusagen noch so seine letzte Botschaft sendet, hier war mal was. Dann gibt es einen Exoplaneten, der eine extrem geringe Dichte aufweist. Dichte kann man ja ausrechnen, wenn man die Masse und den Durchmesser kennt. Und da hat man also einen gefunden, der eine Dichte wie Kork hat. Also das heißt, der würde auf Wasser schwimmen können. Und dann gibt es einen, der sich derartig schnell um seinen Stern bewegt, dass er das vermutlich auch nicht lang macht. Der muss nämlich extrem nahe an dem Stern sein. Er hat eine Bahngeschwindigkeit von 200 Kilometern pro Sekunde. Ich meine, die Erde hat auch 30 Kilometer pro Sekunde, aber 200 Kilometer ist nochmal klasse für sich. Das ist also wirklich ganz, ganz nah am Stern. Folglich ist es dort extrem heiß. Und ja, die Frage ist, wie lang macht der Planet das mit? Ja, jetzt haben wir einiges über Exoplaneten erfahren und man kann sie jetzt so ganz grob mal einteilen in verschiedene Klassen. Die werden also tatsächlich auch benutzt in der Form. Einmal die Gasriesen mit der Untergruppe, die heißen Jupiter, also die großen Planeten, die sehr nahe bei ihrem Stern kreisen und sich folglich sehr stark aufheizen. Dann die Klasse, die als nächste entdeckt wurde, die kleiner sind, deutlich kleiner sind als der Jupiter, aber noch deutlich größer als unsere Erde und schwerer vor allem. Das sind die sogenannten Neptune oder gar Superneptune. Und was momentan eben relativ viel gefunden wird, sind die Supererden, die so einige Erdmassen aufweisen. Ja, und damit sind wir schon immer noch in der Richtung unterwegs, wo wir hinwollen, nämlich zur zweiten Erde. Es gibt dann noch die Eisplaneten, das sind welche, die halt einfach sehr weit weg von ihrem Stern kreisen, wo Temperaturen sehr, sehr niedrig liegen. Das kann man nur indirekt natürlich rausfinden aus der Entfernung, dann kann man Modellrechnungen machen und dann sehen, wie hoch oder tief über dem absoluten Nullpunkt die Temperatur ist, wie bei Pluto ja auch. Das wäre so einer von den Eisplaneten. Und dann ist seit kurzem, seit wenigen Jahren auch vermehrt die Diskussion losgegangen um sogenannte freifliegende Planeten, also Planeten, die gar nicht an Sterne gebunden sind. Und die kann man nur mit einer ganz speziellen Technik finden, die ich jetzt nicht weiter ausführen will, nämlich über die Gravitationslinseneffekte. Sprich, von uns aus gesehen fliegt so ein einsamer Planet vor einem weit im Hintergrund stehenden Stern vorbei und seine Masse lenkt das Licht des dahinter stehenden Sterns ab und wir sehen dann einen Effekt, der von diesem Gravitationslinseneffekt herkommt. Und schließen dann, da muss irgendwas dazwischen durchgeflogen sein, ein Planet von der Masse her vermutlich. Sehr indirekt, aber anscheinend gibt es so viele davon, dass also da schon Spekulationen gibt, dass die tatsächlich die Mehrzahl der Planeten in unserer Milchstraße ausmachen könnten. Das braucht aber noch mehr Arbeit und Bestätigung, das würde ich jetzt mal noch nicht unterschreiben. Ja, nachdem wir also noch keine, wie soll ich sagen, noch keine direkten Bilder von Exoplaneten haben, natürlich auch noch keine Raumsonde dort war, haben die Künstler freie Hand, sich und uns auszumalen, wie sie sich Landschaften, Planeten vorstellen, den Blick auf die Sterne, einfach mal so. Im Internet gibt es fantastische Galerien von Künstlern, ich habe einfach ein paar geklaut. Mal ein bisschen stöbern und einfach ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Ja, zweite Erde, kommen wir denn jetzt endlich dahin? Nun, was erwarten wir von der Erde, von der zweiten Erde? Soll so groß sein wie unsere Erde, soll eine Atmosphäre haben nach Möglichkeit, soll so schwer sein wie unsere Erde, damit wir uns dort wohlfühlen und natürlich soll sie ungefähr die Temperaturen aufweisen wie unsere eigene Erde, damit wir uns dort wohlfühlen, wie gesagt. Nun, kennen wir sowas? Wir kennen inzwischen Planeten, die einen Durchmesser in der Größenordnung unserer eigenen Erde haben. Kepler hat solche Planeten inzwischen gefunden, aber deren Umlaufzeit ist extrem klein, unter 2 Tage. Ich glaube nicht, dass wir uns dort wohlfühlen werden. Egal wie der Stern beschaffen ist, das weiß man in diesem Fall nicht einmal, wenn man eben nur die Photometrie hat, keine Spektroskopie in diesem speziellen Fall, kommt sicher irgendwann noch. Aber ich denke, 2 Tage für ein Jahr, gut, dann wird man steinalt, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was wir erwarten. Masse. Der kleinste, dessen Masse wir sicher kennen, hat ungefähr 2 Erdmassen. Da sind wir also schon in der Größenordnung. Ist immer noch ein ganzes Stück schwerer, also es würde uns ganz schön in die Knie zwingen bei doppelter Anziehungskraft. Aber auch der hat nur eine Umlaufzeit von
knapp 2 Tagen, noch dazu in einem sehr exzentrischen Orbit. Das heißt also 0,3, das ist eine ganz deutlich ausgeprägte Ellipse. Das heißt, der Planet ist manchmal ganz nahe an seinem Stern und manchmal ziemlich weit weg. Das heißt, die Temperaturen wechseln auch noch ganz stark. Also auch der eignet sich jetzt nicht so wirklich zum Auswandern. Noch dazu, wo der Stern ein M-Zwerg ist, also wesentlich leuchtschwächer und viel röter als unsere eigene Sonne. Und dann gibt es natürlich auch einen Planeten, der in genau einer astronomischen Einheit Abstand um seinen Stern kreist, noch dazu um einen G0-Stern. Das heißt also Abstand wie die Erde, Zentralstern ähnlich der Sonne, aber dummerweise hat dieses Ding eine Masse von 250 Erdmassen, also auch nicht das, was wir wirklich brauchen können. Also mit der zweiten Erde war es bisher nichts. Hoffnung besteht. Denn man hat inzwischen, hatte ich ja vorhin schon angedeutet, so viele Planetensysteme gefunden, von denen manche also durchaus einige Ähnlichkeit mit unserem eigenen aufweisen. Zum Beispiel dieser Gliese-Jahr-Reis 581, wo man mindestens 4 Planeten kennt, Kandidaten gibt es noch mehr dort, 20 Lichtjahre von uns entfernt. Und da ist einer dabei, da sagt man, der ist wohl am Rande der Lebenszone. Was ist die Lebenszone? Nun, die Lebenszone ist üblicherweise definiert als der Bereich in einem Sonnensystem, in einem Planetensystem, wo ein Planet flüssiges Wasser aufweisen kann. Denn nach allem, was wir wissen, mit unserem beschränkten menschlichen Wissen, braucht Leben Wasser. Und deswegen definieren wir die Lebenszone als die Zone, wo es flüssiges Wasser gibt. Und diese Lebenszone, die ist natürlich abhängig, ihre Größe und ihre Lage ist abhängig vom Zentralstern, von der Masse und vom Alter. Alter heißt jetzt das Entwicklungsstadium des Sterns. Unsere Sonne als Hauptreihenstern bleibt sehr lange in dem Stadium, in der Größe, bei der Leuchtkraft, die sie jetzt hat. Das heißt, die Lebenszone bei uns, die irgendwo zwischen Venus und Erde anfängt und möglicherweise beim Mars endet, vielleicht kurz vor Mars, vielleicht auch nicht, ganz genau wissen wir das noch nicht, die ist einigermaßen stabil. Wenn ich aber jetzt andere Sterne habe mit anderen Massen, dann durchlaufen die sehr schnell manche Entwicklungsstadien und da kann es dann sein, dass diese Lebenszone entweder sehr eng ist oder eben sich so schnell verändert, dass ein Planet, der irgendwann mal da drin ist, gar keine Zeit hat, flüssiges Wasser und vielleicht auch Leben zu entwickeln. Also wir leben durchaus in einem, bevorzugten Gebiet unserer Milchstraße, vielleicht sogar des gesamten Universums. Ja, wir haben die Erde Nummer 2 noch nicht, aber wir suchen sie immer noch. Und wie sucht man die? Nun, wir haben natürlich die Methoden, die ich gerade gezeigt habe, wir haben die Instrumente, die ich schon erwähnt hatte, aber es kommen auch neue. Und wir bei ESO sind zurzeit mit verschiedenen Instrumenten in Vorbereitung, mit denen wir uns um Exoplaneten kümmern wollen. Eines davon wird nächstes Jahr an einem unserer 8-Meter-Teleskope in Betrieb gehen. Das Ding heißt Sphere und soll sowohl Spektroskopie als auch Direktaufnahmen machen mit einer speziellen hochauflösenden adaptiven Optik. Da rechts im Bild ist dieses Instrument gezeigt, das ist also riesenhaft. Die Plattform, auf der es steht, ist, 6x9 Meter groß, also kann man sich vorstellen, das Ding hat also in der Gegend von 6 Tonnen oder sowas. Muss nicht bewegt werden, soll auch nicht bewegt werden, es soll ein stabiler Spektrograph sein. Und dann ist noch ein zweites Instrument in Vorbereitung, wiederum mit dem Team aus Genf, das HARPS gebaut hat. Das heißt, es sind wirklich die Spezialisten auf dem Gebiet. Das Ding soll Espresso heißen und soll 2016 ans Teleskop gehen. Und das soll mit allen 4 Teleskopen des VLT gleichzeitig beobachten können. Auch nicht gerade das einfachste aller Instrumente. Wird ebenfalls in einem Vakuumtank untergebracht, um extrem temperaturstabil zu sein und bekommt eine ganz spezielle Kalibrationstechnik, um die Wellenlängen ganz genau zu messen, sodass wir zum Schluss Spektroskopie im Nanometerbereich machen können. Also unsere Lichtstrahlen, mit denen wir sehen, sind ja so typischerweise bei 600 Nanometer, aber da soll also dann praktisch Wellenlängengenauigkeit im Nanometerbereich vermessbar sein. Und damit kann man dann auch
Radialgeschwindigkeiten, sprich die Geschwindigkeiten, mit denen sich die Sterne bewegen, mit extremer Genauigkeit messen. So sieht das dann aus. Das sind die Punkte, die der Laserkamm beisteuert, und das hier ist das Sternspektrum. Wir haben so einen Laserkamm schon gebaut in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik, wo der erfunden wurde und wofür es den Nobelpreis gab. Und wir haben einen Testhalber mit HARPS im Einsatz gehabt. Dort wird er irgendwann die nächsten Jahre auch kommen. Aber bei Espresso wird er ganz fest mit eingeplant. Und dann soll der Geschwindigkeiten mit einer Genauigkeit von 10 Zentimetern pro Sekunde messen. Also das ist buchstäblich unvorstellbar. Und da muss man dann wirklich, wirklich alle Tricks anwenden, alle Register ziehen, wie ich schon erwähnt hatte, um da weiterzukommen. Natürlich sind wir nicht allein. Andere Gruppen, andere Instrumente, andere Teleskope sind auf dem Gebiet auch sehr aktiv. Die Japaner mit ihrem 8 Meter Subaru-Teleskop, die haben eine hochauflösende Kamera in Betrieb, mit der sie 2007 schon Planeten direkt aufgenommen haben und die sie jetzt weiter verbessern. Von dem bewährten HARPS-Spektrographen ist inzwischen eine Kopie gemacht worden, die am 3,5 Meter Galileo-Teleskop auf La Palma aufgestellt wird. In diesem Jahr soll das der Fall, also das steht schon dort, soll dieses Jahr in Betrieb aufnehmen. Und das Gemini 8 Meter Teleskop soll ebenfalls ein Instrument bekommen, Planetary Imager, also ein Instrument, das auch direkte Aufnahmen von Exoplaneten machen soll, soll ebenfalls dieses Jahr in Betrieb gehen. Aber dann noch ein Blick in die etwas fernere Zukunft, so 10 Jahre im Voraus. Dann sollte, wenn alles gut geht und wir das Geld bekommen, so als kleine Fußnote, dann sollte das ELT, unser 40-Meter-Klasse-Teleskop, in Betrieb gehen. Hier leider noch nur eine künstlerische Darstellung. Man kann sich vorstellen, dass man mit so einem Riesenspiegel sehr viel Licht sammeln kann, folglich auch sehr hochauflösende Spektrographen füttern kann und damit dann ebenfalls extrem präzise Spektroskopie machen kann. Da ist ein Spektrograph vorgesehen, der nicht nur direkt die Expansion des Universums bzw. die Bremsung der Expansion des Universums messen soll, sondern auch extrem präzise Radialgeschwindigkeiten im Zentimeter pro Sekunde Bereich und auch natürlich mit adaptiver Optik wiederum direkt Abbildungen von Exoplaneten ermöglichen wird. Ja, man wird fragen, wo bleibt der Weltraum? Bisher waren Weltraumteleskope ja sehr erfolgreich. Seltsamerweise ist es da eher still momentan. Es gibt eine ganze Menge, wenn man so im Internet sucht nach dem Stichwort Satellit oder Weltraumteleskop und Exoplanet, da gibt es endlose Mengen von Projekten. Dann schaut man nach, wann die Webseiten das letzte Mal abgedatet worden sind, dann ist es 4 Jahre her, dann ist es 6 Jahre her. Wenn man dann welche findet, die vielleicht vor 2 Jahren mal oder vor einem Jahr abgedatet worden sind, dann heißt es, ja, da soll und da wird und vielleicht und es gibt momentan keine geplante, wirklich geplante oder vielleicht gar im Bau befindliche Mission, die sich um Exoplaneten kümmert. Das ist seltsam, es gibt Pläne ohne Ende. Aber wirkliche spezialisierte Exoplanetensucher gibt es nicht und wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Wie gesagt, Pläne ohne Ende, aber keine konkreten Pläne. Keine konkreten Pläne. Das heißt, das wird an uns am Boden hängen bleiben und wir werden das natürlich gern machen. Warum machen wir das Ganze eigentlich? Zweite Erde, die zweite Erde als Planet, na gut, mag interessant sein, aber dann wissen wir halt, da schwebt irgendwo so ein Gesteinsbrocken, eine Erdmasse um irgendeinen fremden Stern, was soll's? Was uns doch wirklich interessiert, ist die Frage, gibt es dort Leben? Denn diese Frage, die hat natürlich fundamentale philosophische Bedeutung. Ist das Leben auf unserer Erde einmalig oder nicht? Das geht an unser Selbstverständnis, an die fundamentalen Fragen unseres Seins. Wenn man diese Frage stellt, tun sich sofort 100 neue Fragen auf. Nur ein paar hier angerissen. Welches Leben suchen wir? Wir kennen nur das, das auf Kohlenstoff aufbaut, unser Leben. Folglich ist das das Einzige, nach dem wir suchen können. Wie könnten wir sowas nachweisen? Wir kennen nur den Metabolismus, der unser Leben antreibt, der also mit Sauerstoff und Kohlendioxid zum Beispiel arbeitet. Danach kann man suchen, dann kann man hoffen, Spuren zu finden, die darauf hindeuten, dort gibt es Leben. Und dann gibt es natürlich die ewigen Optimisten, die sagen, wo Leben existiert, da entwickelt sich auch Intelligenz. Suchen wir doch gleich nach der Intelligenz, geben wir uns gar nicht erst mit den spektroskopischen Untersuchungen ab, suchen wir nach Radiowellen.
und schauen, ob wir da Signale finden. Macht man tatsächlich schon seit Jahrzehnten mit dem Arecibo 300-Meter-Teleskop in Mittelamerika. Wird nebenbei auch SETI betrieben, sprich werden Messungen aufgenommen, die dann von SETI at Home zum Beispiel jeder auf seinem Computer auswerten kann und versuchen kann, darin irgendwo periodische Signale zu finden. Bisher hat man nichts gefunden. Schade, aber gut. Wer nicht sucht, der findet natürlich auch nicht. Auch hier sind wir ausschließlich auf Fantasie angewiesen. Künstler können sich hier austoben und sich außerirdisches Leben in allen möglichen Variationen vorstellen. Es ist reine Fantasie. Aber nehmen wir mal an, wir würden tatsächlich Leben entdecken. Dann wäre das eine gewaltige Erkenntnis, denn das würde uns sagen, wir sind nicht allein im Weltall. Annahme, dass es in unserer Milchstraße ist, wir sind nicht allein in unserer Milchstraße. Gut, das wäre zunächst mal nur eine Aussage. Die zweite Annahme wäre natürlich, wir entdecken intelligentes Leben. Dann könnten wir aber auch mit Sicherheit sagen, wenn wir intelligentes Leben, wie immer wir das definieren, entdecken, dann sind sie weiter fortgeschritten, technologisch jedenfalls, als wir. Ganz einfach, wenn sie nicht so weit entwickelt sind wie wir, dann können wir sie nicht entdecken, denn dann sind sie auf dem Stand von, sei es Neandertalern oder den Römern oder Mittelalter oder 19. Jahrhundert. Und wir hatten keine Möglichkeit, wir haben keine Möglichkeit, solche Zivilisationen von der Erde aus zu entdecken. Völlig ausgeschlossen. Also, weniger Entwickelte können wir nicht finden. Was bleibt dann? Weiterentwickelte. Wenn wir jemand finden, ist er weiterentwickelt als wir. Das kann ich Ihnen versprechen. Denn, dass sie genauso weit entwickelt sind wie wir, meine, unsere technische Zivilisation, die uns ermöglicht, im Prinzip zumindest Kontakt aufzunehmen mit anderen Sternen, die ist ja gerade mal 100 Jahre alt. Das ist im Verlauf der Menschheitsgeschichte oder gar der Geschichte unseres Planeten ein so verschwindend geringer Augenblick, Wimpernschlag, was immer, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass wir jemand anders in exakt dem gleichen Wimpernschlag finden. Das geht nicht. Die Wahrscheinlichkeit sagt, wenn wir jemand durch Radio, Laser oder was auch immer finden, muss er weiterentwickelt sein. Aber das hätte dann auch irgendwo eine tröstliche Erkenntnis. Denn das würde uns sagen, zumindest die haben einen Weg gefunden, über die Phase wegzukommen, wenn sie sie denn hatten, in der wir gerade stecken, wo wir gerade dabei sind, unseren Planeten und unsere Zivilisation kaputt zu machen. Wenn sie weiterentwickelt sind, sind sie vermutlich tausende von Jahren weiterentwickelt. Dann haben sie es offensichtlich tausende Jahre über diese kritische Schwelle geschafft. Versuchen wir ihnen nachzutun. Versuchen wir, darüber wegzukommen. Und ich denke, das Wichtigste dazu ist, wir wissen, es gibt keine zweite Erde, die wir erreichen können. Selbst wenn wir sie finden, selbst wenn wir sie nachweisen können. Sie ist Lichtjahre entfernt und wir werden in absehbarer Zeit keine Möglichkeit haben, dorthin auszuwandern. Wir tun zwar manchmal so, als könnten wir das. Wir werden es nicht können. Nicht in absehbarer Zeit, nicht die nächsten 100 Jahre. Und deswegen kann die Konsequenz nur sein, lasst uns diesen Planeten bewahren, so wie er für uns geschaffen wurde, so wie er für uns ideal ist. Er bietet alles, was wir brauchen. Wir müssen nur sorgfältig genug damit umgehen. Dankeschön. Gibt es Fragen? Also wir haben formal fast grünes Licht. Kleine Randbedingung ist noch, unser wichtigstes neues Mitglied Brasilien muss erst den Beitritt zu ESO ratifizieren. Die Regierung hat unterschrieben, sie wollen Mitglied werden, jetzt muss noch das Parlament ratifizieren, denn erst wenn das geschehen ist, werden ihre Zahlungen fällig.
Und nachdem Ihre Zahlungen zur ESO, Ihr Eintrittsgeld sozusagen, ungefähr ein Drittel des Budgets vom ELT ausmacht, können wir nicht anfangen, wenn wir das Geld nicht haben. Ich meine, mit 70% ein Milliardenprojekt anfangen wäre fahrlässig. Natürlich, ich meine, so ein Teleskop, das baut man nicht in einem Jahr. Wir haben zwar schon sehr viel Arbeit, Vorarbeit geleistet, die Konstruktion ist ziemlich weit fortgeschritten, der Berg ist ausgesucht, aber die Aufträge würden ja auch über viele Jahre laufen, selbst wenn wir sie jetzt teilen würden. Und auch die Zahlungen würden dann im Laufe der Zeit fällig, das heißt, man hat sogenannten Cashflow. Am Anfang wäre noch nichts fällig, halt Anzahlungen an die Firmen, die das dann machen müssen, damit die Material kaufen können und so. Aber dann würden halt mit verschiedenen Meilensteinen der Projekte würden dann Zahlungen fällig und das wird halt dann im Laufe der Jahre wird es dann irgendwo mal einen Gipfel erreichen und dann wieder abfallen, wie in jedem anderen Projekt auch. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt anfangen dürften, könnten wir 2022 fertig sein. Ja, das war jetzt eine ganz interessante Frage. Die Frage, wie kann ich bei den Radialgeschwindigkeitsmessungen, die wir zum Beispiel mit HARPS machen, sicher sein, dass das, was ich messe, tatsächlich von einem Exoplaneten herkommt, der den Stern umkreist und nicht zum Beispiel durch Schwingungen des Sterns hervorgerufen wird. Im Wesentlichen, denke ich, geht es über die Form der Radialgeschwindigkeitskurve. Denn die schaut bei einer Schwingung anders aus. Bahnumlauf hat eine andere Charakteristik als eine mechanische Schwingung. Und das ist tatsächlich einer der Effekte, die ganz, ganz sorgfältig korrigiert bzw. gefiltert werden müssen. Und die Schweizer haben sich, bevor sie ihren ersten Exoplaneten 51 Pegasi veröffentlicht haben, haben sich lange Zeit genommen, um wirklich sicher zu sein, wir haben einen Exoplaneten und wir sind nicht irgendeinem Effekt, zum Beispiel von Schwingungen oder es gibt ja viele andere Möglichkeiten für Variabilitäten im Stern, dass sie denen nicht aufgesessen sind. Und ihr Poker war, wir sind 100%ig oder 102%ig sicher und gehen aber nicht mit 99% raus, nur um schneller zu sein als die Kollegen. Es lag so in der Luft. Man hat befürchtet, die Amerikaner könnten schneller rauskommen. Die kamen dann auch, weiß nicht, Tage oder Wochen später, nachdem sozusagen der Bann gebrochen war. Aber die Schweizer haben sich da wirklich, wirklich ganz, ganz sorgfältig alle Möglichkeiten vorgenommen und ich glaube nochmal eine Messung gemacht und nochmal ausgewertet und dann auf einer Tagung dann schließlich bekannt gegeben. Aber wie gesagt, das ist tatsächlich möglicherweise auch die Grenze dieser Methode, weil Sterne ja nicht nur regelmäßig schwingen, sondern man hat ja, wie man von der Sonne her kennt, auch Gasströme, die von innen kommen, die mit den Sonnenflecken zusammenhängen und die natürlich, je nachdem wie groß sie sind, weil sie auf uns zwangsläufig zukommen, jetzt eine Radialgeschwindigkeitskomponente haben. Das heißt also, damit verfälsche ich mir zwangsläufig mein Ergebnis und das ist ein Teil sicherlich der Messfehler, die man immer dabei hat, die kommen vom Stern her. Das ist richtig, aber wie gesagt, wir sprechen hier also von Effekten, die unvorstellbar klein sind. Und um zu zeigen, wie weit man die Datenauswertung da treibt, man gibt die Geschwindigkeit, die man misst, also die Skala bei diesen Graphen, die gibt man an in Bezug auf den Schwerpunkt des Sonnensystems. Denn wir mit unserer Erde und unserem Teleskop sitzen auf der Erde. Und diese Erde macht furchtbar viele Bewegungen. Die dreht sich einmal um die eigene Achse, Tag und Nacht. Die bewegt sich um die Sonne. Die erfährt Störungen durch den Mond, eiert also um den Schwerpunkt des Erde-Mond-Systems, wird gestört in ihrer Bewegung durch die anderen Planeten und deswegen ist der einzige Fixpunkt, den man sozusagen nehmen kann, auf den man sich beziehen kann, der Schwerpunkt des Sonnensystems. Der macht nur seine Bewegung durch die Milchstraße. Aber da ist alles, was sich innerhalb des Sonnensystems abspielt, ist da rauskorrigiert. Und das muss man alles in diese Pipeline mit reinnehmen. Das wird dann relativistisch, die Rechnung. Also das ist irre, was die da reingesteckt haben.
Bei den meisten Observatorien, bei ESO ist es nicht anders, ist es so, dass die Astronomen Beobachtungsanträge stellen. Da müssen sie reinschreiben, was will ich wissenschaftlich herausfinden, welches Instrument brauche ich, welches Teleskop brauche ich, wie viel Zeit brauche ich, was habe ich auf dem Gebiet schon geforscht, zu welcher Zeit kann ich das nur beobachten, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ich die Beobachtungen machen kann. Und diese Anträge, die gehen dann ein- oder zweimal im Jahr, das ist unterschiedlich von Institut zu Institut, bei uns ist es zweimal im Jahr, gehen die dann in ein Antrags- bzw. Prüfungsverfahren, wo dann Astronomen aus den verschiedenen Fachgebieten die Anträge, die in ihr Fachgebiet fallen, begutachten und sagen, das ist ein guter Antrag, das ist ein wichtiges Projekt, der sollte Zeit kriegen, das ist was, erstens reicht, kriegt er das wahrscheinlich eh nicht raus oder was auch immer, der kriegt keine Beobachtungszeit. Nee, in jedem von diesen sogenannten Panels, also zum Beispiel jetzt, was für Planetenforschung zuständig ist, da sitzen, was weiß ich, 4, 5, 6 Leute, weil für jedes einzelne Fachgebiet so viele Anträge kommen, dass das ein Einzelner gar nicht durchschauen kann. Und die müssen sich abstimmen, die müssen dann ein gemeinsames Votum abgeben und sagen, wir empfehlen diesem Programm Zeit zu geben, wir empfehlen jenem Programm keine Zeit zu geben. Und formal hat das letzte Wort unser Generaldirektor, in seinem Namen wird dann die Zeit vergeben. Thank you.